Also Leute, das hier ist so ein Handgerät, auch hier von unserem IVU. Software ist da drin. Ich zeige euch mal in einer Minute, wie der bedient wird. Ihr seht ja, anmelden, da einmal draufdrücken, dann braucht ihr einen Chip. Ich habe meinen Chip ja hier, aber dafür muss man mit zwei Händen den so dran halten und mit dem anderen gleich PIN eingeben. Wenn ihr das gemacht habt, eröffnet sich die Schicht. Das kommt euch doch bestimmt bekannt vor. Ja, jetzt kann man aussuchen, Dienst, Umlauf, Linie, Werkstattfahrt. Wir nehmen Linie. Und ich gebe jetzt meine Nummer ein. Oder ich nehme die, was davor schon mal war. Jetzt einfacher, einfach die Nummer dann eintippen. Hier mit dem Tastenfeld. Und immer hier mit dem hier bestätigen. Nicht mit dem Enter-Zeichen. Zack, ich habe mal Fahrt Nummer 0. Wir nehmen mal, dann könnt ihr euch aussuchen, welche ihr haben wollt. Die habe ich gerade gehabt. Einfach nur mal anklicken. So. Und schon seid ihr im Verkauf. Wichtig sind hier unten diese Rot, Blau, Grün. Was bedeutet das? Hier kommst du man in den Linienweg. Mit dem Blau kommt man in die Verkauf. Und mit dem System Gelb kommt man wieder zurück. Dann kann man wieder entweder Service-Menü oder Schicht abschließen oder beim Linienwechsel. Ganz einfach Lösung. Der Verkauf, der geht über Ticketing, einfach blau. Dann kann man sich aussuchen, was man haben möchte und dann einfach nur verkaufen, sogar Storno und Gutschrift und so, alles gleich. Kann man alles machen. Ich habe mich entschlossen, doch ein bisschen längeres Video zu machen. Eine Minute ist zu kurz. Jetzt wollt ihr ja was verkaufen. So wie das jetzt im Moment ist, würde das 4,60 €. Aber ihr wollt was anderes verkaufen, dann drückt ihr einfach hier da drauf. Das kommt euch doch bestimmt auch bekannt vor. Jetzt könnt ihr euch aussuchen: Einzelticket, Kinderticket, Kurzgruppe, lalala, tralala, Zeittickets und sowas wie bei dem normalen. Wenn ihr zurückgehen wollt, einfach mit dem blauen. Wir gehen mal wieder zum Einzelticket. Zack. Den könnt ihr dann hier einfach nur draufdrücken und schon ist es verkauft. Beim Storno ist auch alles das Gleiche. Wenn ihr wieder ins System kommen wollt, um euch abzumelden, Schicht abschließen zum Beispiel oder Linienwechsel, machen wir mal Linienwechsel. Einfach hier auf Linienwechsel, auch wieder Linie. Ich gebe mal jetzt das ein, was ich gleich fahren werde. 90 122 12, also 90127 und die Fahrtnummer 12 und dann hier bestätigen. Jawohl, da sind wir auch schon drin. Mal gucken, wenn wir in den. Jetzt hat er mir ein Einzelticket verkauft. Das wollte ich vermeiden. Ich habe dicke Finger. Ich bin an den Verkauf gekommen, anstatt oben auf dem Pfeil. Aber ist nicht schlimm. So sieht das aus. Abreißen müsst ihr selbst. Natürlich müsste ich das jetzt aus eigener Tasche bezahlen. Aber wir machen einen Storno. Einfach auf Storno drücken und dann. Auf Verkauf. Enter. Den erstmal anklicken, den wollen wir stornieren. So. Jetzt verkauft er mir den nicht. Also hier Storno, hier X. Jawohl. Jetzt hat er den storniert. Ihr seht, ich muss auch noch ein bisschen lernen. Also mit dem Stornos, da werdet ihr ganz viele haben, weil der mit dem Finger, habt ihr ja gerade gesehen, ganz, ganz klein. Schön wäre es hier, warte mal, ich habe hier sogar noch eins in der Tasche. Wenn ihr hier so einen Stift habt, mit dem hier, da könnt ihr das besser hier so eintippen. Zum Beispiel wollen wir jetzt hier in dem Dings wieder rein, kann ich auch mit dem Finger. Das ist unser Linienweg, die nächsten Haltestellen, das setze ich gleich ein. Und der läuft auch von alleine weiter. Und dann machen wir noch den Abschluss. System, Schicht abschließen. Einfach drauf, PIN eingeben. Das meine ich. Guck mal, wie klein der ist hier. Ne? Und dann draufdrücken. Dann bekommt ihr allerdings keine Schichtabrechnung. Das ist ein bisschen blöd. Warum, weshalb, weiß ich bis heute noch nicht. Das habe ich auch in einem Tag gelernt. Der Vorteil, ihr werdet jetzt sagen, warum haben wir so ein Teil? Okay, der nimmt hier nicht viel Platz weg. Ihr könnt natürlich mit dem auch, wenn ihr hier drauf drückt, guckt mal mit dem Daumen einfach hier drauf. Dann könnt ihr das hier, Moment, mit beide Seiten. Dann könnt ihr das einfach so mitnehmen, wohin ihr wollt. Zum Beispiel, wenn zwei Fahrer sind, der eine fährt und der eine geht durch den Bus und kann so mit dem Hand einfach
während der Fahrt hier so verkaufen. Das alles läuft natürlich auch mit Akku. Der hat hier so ein 12 Volt. Da habe ich jetzt gerade mein Handy am Laden. Und ja, den kann man auch nicht ausschalten. Der lä lädt sich dann immer von alleine ab. Und morgens, wenn Zündung gegeben ist, dann ist er wieder online und verkaufsfertig. So, jetzt habe ich aber in 3 Minuten es geschafft, kurz und bündig euch das zu erklären. Ich hoffe, das war hilfreich.